ein Motorradfahrer. Ja, nun kommt zu einem weiteren Video. LSPDFR ist angesagt und heute mal ein bisschen spannender, denn wir haben ein paar Mods reingeklatscht. Das Problem war das Police Radio, das hat nicht geklappt. Sprich, Gerichtsmediziner und ADAC kann man nicht anfordern, leider. Da ist LSPDFR leider immer abgestürzt, aber wir haben viel interessantere Callouts, also sprich, wir haben viel wichtigere und krassere Einsätze mit mehr Action. Und deswegen werden wir auch die ganzen Funktionen von LSPDFR heute ein bisschen mehr benutzen. Und für die zweite Folge finde ich persönlich ist es nicht schlecht. Außerdem habe ich jetzt auch einen Strobe Light Mod. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung und der ist richtig cool. Zum Beispiel, wenn man jetzt unterwegs ist und ja, diesen Effekt. Leider, die Lichter an sich ändern sich nicht, aber der Effekt ist halt wirklich geil. Eben, dass die Lichter vorne immer so an- und ausgehen, was ja im Endeffekt auch den vorausfahrenden Verkehr signalisiert, dass eben ja eine Polizei im Anmarsch ist und deswegen können sie umso schneller ausweichen. Ja, deswegen finde ich persönlich auch ein richtig geiler Mod, macht richtig viel Spaß mit dem und macht das Ganze noch ein bisschen realistischer. So, und jetzt denke ich mal, heute ziehen wir auch ein paar Leute raus, die ein bisschen verdächtig sind, zum Beispiel dieses Fahrzeug da. Also müssen wir hier hinten dranhängen. So. Wir kommen heute noch, wenn es geht, bitte. Meep, meep. Ja, so ein bisschen zu dicht aufgefahren. Aber Kidnapping. Machen wir den jetzt? Ja, wir machen den, oder? Machen wir jetzt den und dann schauen wir mal mit dem anderen. So. Lustig ist, man kann ja auch so eine kleine Konversation führen. Hey, warum? Was ist denn da los? Kann ich nie mit ihm reden, oder was? Anscheinend will er nicht. Warum auch immer. Der bleibt auch nicht stehen. Achso, der ist ja lustig. Macht der Urlaub da, oder was? Na gut, dann lassen wir den mal in Frieden. Irgendwie will der heute nicht, der LKW-Fahrer. Aber was wir noch einstellen müssen, dass die immer anbleibt. So gut. Weil der Motor sollte eigentlich schon immer anbleiben, damit man eben schnell wieder weiterkommt. So, und jetzt machen wir das mal bei dem da. So, jetzt haben wir's. Bitte. Ja, super, mit auf die Straße. Naja, gut, dann machen wir das. Machen wir das halt schnell hier mitten auf der Straße. Guten Tag. Hello. Gut, einmal bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere. Jawohl. So, jetzt können wir das überprüfen im Polizeicomputer, was wir jetzt auch tun werden. Und wir halten hier den ganzen Verkehr auf. Danach kümmern wir uns um die ganzen Einsätze. So, Howard Jackson, was haben wir? License valid, no active warrants, also da ist alles in Ordnung bei dem. Gut. Dann können wir den eigentlich fahren lassen. Der hat ja nichts falsch gemacht. Okay, fahr weiter. So, gut, und jetzt schauen wir mal. Ah, der Einsatz ist schon wieder verschwunden. Leider. Jetzt bin ich jetzt hingefahren. Gut, jetzt halten wir mal den Verkehr nicht weiter auf. Gut, jetzt warten wir mal auf den nächsten Einsatz. Weil Einsätze fahren ist jetzt mit der neuen Mod richtig cool. Ich glaube, ich packe die euch auch in die Videobeschreibung. Das ist eine Mod namens Crazy Callouts oder so ähnlich heißt die. Und das ist halt wirklich krass. Man hat teilweise Kidnapper, Terroristenanschläge, also Wahnsinn. Und dann kann man wirklich auch als Verstärkung halt standardmäßig die News-Einheiten rufen und so. Ist richtig cool sowas. Macht richtig Spaß auch. Also, da freue ich mich schon. Wenn endlich mal so ein Callout kommt, weil dann macht es richtig Spaß. In der Zeit ziehen wir den nochmal raus. Oh, come on. Last night was awful.
Das Problem ist bei den Lastwagen, die haben irgendwie keinen Bock, ne? Arme Driver. Ja, dann tun wir das. Auf geht's. So. Das ist Arme Driver, also ein bewaffneter Fahrer. Verstärkung ist auch schon auf dem Weg. Das ist sehr gut. So, da ist er. Also er ist bewaffnet. Ich wette, wenn der aussteigt, dann wird er erstmal hier losballern. Aussteigen, hopp. Ey, Waffen fallen lassen. Freundchen. Ah, das machen sie immer hier. Die rennen immer weg. Das ist richtig nervig. Das ist auch noch so ein Bug. So, jetzt bitte mal. Jetzt bleibt doch jetzt lieber stehen, Junge. Oh Mann, ist das lustig. Das kann ich den ganzen Tag machen. Ja, aber der buggt hier. Jetzt bleib endlich mal stehen. Die lernen es wohl nie, ey. Es ist Wahnsinn. Also anscheinend muss man die wirklich töten, weil es gibt keine andere Wahl. Die ergeben sie nicht. Warte mal, oder machen wir vielleicht hier. So, wenn der aufsteht. Na komm. Bam! Aber er wollte nicht. Halleluja. Wir rufen mal hier wenigstens noch einen Sanitäter. Das ist das Mindeste, was man tun kann. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Paramedics are en route to your current location. Dankeschön. So gut, jetzt können wir weiter. Da wir ja noch keinen Gerichtsmediziner haben, wird dann wahrscheinlich in den nächsten Videos von LSPDFR kommen bei mir. So, gut. Das ist aber ein schicker Dodge. Das ist der neue Charger, glaube ich. Den Shots fired on officers. Ah ja, das ist natürlich wichtiger. Auf geht's. Multiple officers down, okay. Also eine große Schießerei da. Auf geht's. Sollen das die Officers sein, die blauen, würde mich mal interessieren, aber es scheint auf der Autobahn passiert zu sein. Boah. Okay. Alles klar. New SWAT Team bitte mal. Ups, falscher Knopf. Wir kommen jetzt darüber, wir nehmen einfach die Deckung. Ah, jetzt reden die auch wieder. Das ist natürlich sehr gut. Aber die scheinen hier rumzulatschen. Boah, wie sie alle ausrasten hier. Alles klärchen. Haben wir schon? Ah, die Kollegen haben schon geregelt hier. Das war ja nur einer oder so. Wahrscheinlich ausgeflippter Typ hier. Naja gut, dann können wir ja weiter. Aber mit dem reparierten Auto natürlich. So, weiter geht's. Ja, ich finde die Mods sind richtig cool, die jetzt entwickelt werden. Besonders das Problem ist halt, dass einige nicht funktionieren oder abschirmieren, aber das ist halt auch, weil der Mod immer wieder geupdatet wird und dann müsste theoretisch gesehen alles geupdatet werden. Und das ist halt der Nachteil an dem Ganzen, ne? So, ein Motorradfahrer. Oh crap, sagt er. Ja, dann könnte es natürlich ein Treffer sein hier. Immer wenn ich Leute kontrollieren will, dann kommen immer die Einsätze. Ich würde lachen, wenn jetzt auch einer kommt. So. Oh, ist ein bisschen nah, aber gut. Das geht schon. Guten Tag. Greetings. Kiflam. So, Papiere. Checken wir das mal. Bradley Cross. Ah, warum fahren die nicht einfach vorbei, ey? Bradley Cross. Ja, der ist aber jung. Aber scheint alles in Ordnung zu sein. Genau. Der war alles in Ordnung hier.
Ich habe mal hier eine Patrol Unit angefordert. Freundchen, nur weil du eine Hayabusa fährst, brauchst du hier nicht aufspielen, mein Freund. So, Freundchen, Endstation. Ah, die Verstärkung ist auch eingetroffen, sehr gut. Auf den Boden, bitte. Wieso der abgehauen ist, verstehe ich auch nicht. Ich hätte wahrscheinlich das Fahrzeug überprüfen sollen, auch noch die Nummer eingeben, weil ich glaube, dann hat er da irgendwas ausgehackt. Sonst wäre er nicht abgehauen. Na gut. Terrorist Attack. Oh, da werden wir gleich hin. So, der soll dann schnell hier einsteigen mit. Ah, nicht da rein. Da rein. So, da soll er einsteigen und dann geht's zur Terrorist Attack. Komm, steig ein jetzt. Da seht ihr mal, was dann Terrorists in Town bedeutet hier. Auf geht's jetzt. Halt. Ich will nichts verpassen. Scheinen unten zu sein. Im Tal oder was. Oh, die. Das Kaff hier. Und da sind sie auch schon. So, New SWAT Team. Ah, wir brauchen hier ein bisschen mehr Deckung. So. Alles klar, SWAT ist auf dem Weg. Ah, ich bin schon wieder Lowlife hier. Bleiben denn die SWAT-Einheiten. Ah, da hinten sind sie. Aber wir haben sie bereits eliminiert. Das Problem ist immer, bis SWAT andrückt. Ah, jetzt ist mein Auto hier. Eieiei. Der hat mal schutzsichere Reifen hier. Oh, hier sind sogar Officer down. So, bringen wir den Gefangenen mal weg hier. So, zum Gefängnis. Aber ich finde persönlich, das ist richtig cool mit ein paar Mods noch zusätzlich, also sogenannte Plugins eben für diesen Mod hier, für LSPDFR, macht das Ganze noch um einiges mehr Spaß und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die da weiter ran tüfteln, noch viel mehr Individualität, Abwechslung mit reinbringen. Das wäre halt richtig cool, damit der Mod halt auch schnell besser wird, dass diese Plugins auch integriert werden in den Mod schon. Das wäre richtig cool. Und dann stelle ich mir da auf jeden Fall ein gescheites, richtig gutes Spiel vor im Endeffekt. Also ein Mod hier für das Spiel, der mich zum Beispiel wieder dazu anspornt, weiterzuspielen. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Jetzt ist hier alles kaputt in dem Auto. Selbst die Lightbar oben und die Sirene auch, wenn man mal hinhört. Voll kaputt hier. Und die Reifen sowieso. Also die Reifen generell. Eieiei. Nicht schutzsicher sind. Naja, weiß ich auch nicht. Übrigens, dieser BMW 7er-Mod ist auch nicht schlecht. Sieht aber von außen richtig cool aus, bloß von innen nicht. Den werde ich euch gleich nochmal zeigen. Bevor wir das hier dann beenden. So. Jetzt kommt dann wieder der gewalttätige ja, Polizist, genau. Oh Mann, das finde ich immer wieder gut. So, jetzt zeige ich euch noch kurz den guten BMW-Mod. So. Spawning. Cars. Das war, glaube ich, Sedan. Und dann... Genau. Finde ich persönlich, nur für euch auch als kleiner Tipp, der sieht richtig cool aus. Von außen auf jeden Fall. Von innen sieht er richtig schlecht aus, teilweise. Also, Kidnapping auch unter anderem. Wenn man mal schaut, von innen sieht er nicht gerade gut aus und naja. Also, aber von außen dafür umso besser, wie ich finde. Das Schadensmodell lässt aber auch zum Menschen übrig, also nur so sieht er ziemlich elegant und cool aus. Für den, den es interessiert. BMW 57 LI. Ja gut, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. LSPDFR. Vielleicht wieder mit neuen Mods, vielleicht wieder mit abwechslungsreicheren Sachen. Und heute war, beziehungsweise jetzt war es ja ziemlich abwechslungsreich mit den neuen Aufträgen. Ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.